ist doch auf jeden Fall drinnen. Man hat einen Schädel, wo er blieb. Ja, aber das Auge ist zuge. Keine Ahnung durch. Keine Ahnung durch. Ein Schädel hat doch keinen. Also ein Kopf oder ein. Nein, ein Schädel mit Loch drinnen halt. Das eine Loch siehst du, das andere ist halt zugewachsen wegen, keine Ahnung, einer Krankheit oder so. Ein gelöcherter Schädel. Also ein Totenkopf. Ja, so ein Toten. Da die Nase siehst du ja auch. Die Spitze in der Mitte. Ne gut, weiter starten oder eigentlich nicht? Palas ist wieder da? Ich bin wieder da, ja. Ich stehe bei der Nebenmission. David macht was zum Essen. Stimmt. Kurz warten. Palas macht ein paar Sit-Ups im Game. Sit-Ups. Oder Liegestütze. Kannst so machen, fällt. So in die Hocke gehen und aufstehen. Kannst du nicht kriechen, eigentlich? Nee, also hinlegen geht nicht. Du kannst nicht kriechen im Game. Aber sliden kannst du ja. Sliden kann ich, ja. Juhu. Been a while since the last attack, so we gotta stay on guard. Aber gibt's da nicht irgendwo eine Werkbank, wo ihr gerade seid, zum Upgraden? Doch, gibt's hier. Ja, dann grab doch mal ein paar Sachen ab, vielleicht. Falls du es kannst. Oh, kann ich, aber... Bringt halt nicht so viel und die Sachen habe ich schon immer upgraded. Muss ich einfach mal wieder neuen Stuff finden. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, die dann auf das gleiche Level zu bringen wie mich und so und dann... Ja, weiß ich nicht. Probier ich lieber mit den nächsten Waffen aus. Ist ja nicht so, als wenn man hier nicht a lot of finden würde. Wir also kommen right auch so ganz gut durch bis jetzt, von daher brauchst du ja nicht wirklich upgraden. Und schutzbasismäßig, so Klamotten oder so, kann man da irgendwas upgraden, dass man besseren Schutz hat vor irgendwas und so und so. Cool. Panzerung, Klamotten und so weit gibt es nicht. Voll cool. Voll cool. Ja, ich find's sehr schade, aber man muss alles positiv sehen, von daher voll cool. Kreativ gedacht auf jeden Fall. Also Leute, wenn Usen was scheiße findet, sagt er voll cool. Ja man, dieser Kommentar, voll cool. Nein, Spaß, hab ich lieb. Okay, gibt's eigentlich nur diese eine Base, wo ihr gerade hier rumhängt? Oder gibt's noch eine andere Base? Na, es gibt auf jeden Fall in jedem Stadtteil, so gesagt, den man auf der Karte erspielen kann. Hm. Zwei, drei Bases. Genau. Also, weil hier Schnellreise kannst du ja sehen. Also, es gibt hier unterschiedliche Bezirke. Und da hast du dann nochmal unterschiedliche Orte, wo du dann halt nochmal hin teleportieren kannst. Okay. Hm. Na, wir können jetzt das Funkgerät anquatschen, dann kriegen wir eine Nebenmission. Aber ich würde sagen, wir machen die Story weiter, wa? Warum? Hi, this is Amy. You doing okay? Oh shit, is this the wrong channel? Damn it. Sarah. I'm trying to contact a friend. I got a talent for this. Bet I can find him. I doubt it. Yes, Sarah. Somewhere over here in Monarch Studios, and trust me. Die haben Funkgerät. You do not want to come here. Ist klar. Monarch Studios? I've been there before. I can handle it. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching for the gas station set. One with the giant spider. Meet me there. Always with the... Also auch zu den Monarch... Zu den Monarch Studios, oder? Ich glaub, mal wieder. Waren wir doch. Aber auch da hinten am Strand eine Mission, wollen wir die nicht erst machen? So wie du magst, Diggi.
Es ist da, im Endeffekt ist es deine Spielmap, ja, ich bin ja nur dazu gekommen. Mir ist egal, wir können auch erst in die Militärzone gehen, das macht ja alles keinen Unterschied. Na doch, mehr Kills. Und Kills, boah. Upgraden euch doch. Ey, sieht ein bisschen aus wie Jinx, Alter. Bevor ihr mich was tötet. Was ist der Jinx? Ja, klar. Ja, klar. David klärt. Aber die Ding ist heftig. 1,8 Schaden. Aber nicht meckern. Die Ehre ruft, Alter. Wenn die Ehre ruft, baut 1,8 Schaden. Besser auch jeder. Das war jetzt nur ein 6, das ist schade. Zwei, Alter. Immer mehr. Oh. Alter, ey, ich will nicht kuscheln. Küssen. Was hast du denn für geile Leoparden deiner letzten Ja. Ich hab schon wieder meine Waffe. Es war eine Bergmann da, ich hab's tausendmal an dich gebrochen, Alter. Mehr kann ich noch. Essen gemacht. Es geht wieder nur um David. So wie immer. Fun day at the beach for the whole family. Okay. Damit kann man arbeiten. Also, was war denn das gerade? Da ist jemand von hinten angesprungen. Willst du dich da mit denen da hinten noch anlegen, oder? Der braucht eine Weile, bis er hier ist. Oder meinst du die da? Ja, die kleine Gruppe da hin. Okay, soweit fliegt die Molly nicht. Nein, dann trotzdem weiter los. Aber sie sind aufmerksam geworden. Wir wollen es bitte hinten auch. Gleich auf die Arme hauen, weil wenn die keine Arme haben, können die nicht mehr diese starke Attacke machen. Da will ich umarmen, David. Wollte doch auch nur lieb gehabt werden. Ja. Nee. Der wird nur eine Umarmung, der wäre weggegangen, so, aber David. Der ist, hier ist ordentlich Cash drin. Alter, warum leckt's denn so? Jo, ja. Dafür geht aber die Alarmanlage an. Hey, ich hab das Cash ohne Alarmanlage bekommen. Dann lass uns abhauen, da ist auch ein Feuerwehrmann. Ugh. Creepy. Okay, quarantine corridor to the lifeguard tower. Kinda digging the vibe. In a Halloween sort of way. Okay, die Zombies kommen bestimmt erst, wenn wir da auf den Knopf drücken. Bist du so perplex vom Scharfkantigen oder was ist jetzt bei dir denn? Ja, ich hab überlegt. Nee, ich hab
Discord geht immer über den Stream, oder? Wir gehen nicht weiter, also kommen wir da ran. Crap. They must have locked the gates down. Where's the override? Ja, deaktiviere den Lockdown, okay. Kann ich einfach drüber springen? Wie kannst du den deaktivieren? Mit diesen Platten da? Was ist mit diesen Platten da? Diese Solarzellen haben die nicht irgendwie was zu machen? Die sind hier bloß für die Lichter, wenn es Nacht ist. Damit es hier hell ist. Wo sollen denn da hinten liegen? Müssen wir da. Ah, hier, guck mal, hier am Strand, hier am Strand, hier am Strand. Das sind Landungsschiffe. Militärdinger kannst du natürlich nicht aufmachen. Oh, David, hier liegt noch eine Waffe. Ich habe eine blaue Pistole gefunden. Dann können wir gleich mal ausrüsten und ausprobieren. Ja, ausgerüstet haben wir schon. Schön, schön, schön. Ist auf dem anderen Landungsschiff auch noch was? Nur Baumaterialien. Ah, hier kann man dann wieder klettern. Alles klar. Erstmal durch die Baracken durch. Da ruft irgendwas nach uns. Hast du das auch gehört? Mhm. Okay. Cool. One override. But I need a code. Wäre auch zu schön, wenn einmal was normal funktionieren würde. Wie bist du denn? Mach mal die Tür drüber. Kletter doch über den Zaun. Ja, aber dann kannst du. Bist du dann ist die. Ah ne. Hä? Yeah. Die stehen doch alle nachher auf, Alter. So, wir müssen hier alles anquatschen und gucken, ob wir den Code finden. Achso, hier. Auch. Du hast einen Schub. Da willst du hier noch bieten. Hast du schon? Ich hab schon geguckt, irgendwo hier ist nichts weiter. The officer of the day should have been Hicks. Which of these dead dudes looks like a Hicks? The Hicks. Mir ja, manchmal die Cursor rot anzeigt. Schön. Yeah, not what I need. Nope. On the right track now. Schön, David. Hast die Mission erledigt. So, oh. Still gotta find Hicks. Last seen taking nur... a shit. Hä? Was war Hicks? Hicks? Stand da nicht Hex? Nee. Hicks, H-I-C-K-S. Ah, okay. Die Equinox-Marke von Hicks. Ja, keine Ahnung, ich hab ja einfach nur gelootet. Oh, hast du so eingesammelt, würde ich sagen. Was ist hier hinten eigentlich?
durch. Schlüsselkarte. Wir müssen ja anscheinend alle Kasernen durchsuchen. Oh, eine andere Pumpgun. Kurze. The whole code. Ja, super, du. Na, öffne doch mal mit Q, David. Hätte ich schon noch was mit Q? Weißt du, das oben links? Ja, hast du noch was mit Q links da. In der Mitte. Awesome. Links außen. In dem Inventar irgendwie. So that's where you've all been hiding. Einfach jetzt nur Q drücken eigentlich, wenn du im Bild bist. Ist dir da nichts oder was? Oben was in der Ecke ist oder was? Nee, einfach auf der Tastatur Q drücken. Ja, das ist Achso, okay. Nee, was das nicht. Vergiss es. Oh, wieder davor gelandet. Oh, fuck. Auch daneben. Der Schreie mehr Leute oder? Verlierst Ausdauer. Auf jeden Fall kommst du. Kannst du dich nicht spielen. Das Drohne macht schon Bock. Was fallen lassen. So, ne, es ist offen, wir können hier durch. Wir kommen durch, sagt er. Oh. Hi. I'm Amy. Who's this? This is Warrant Officer Rodriguez. You should turn around, dumbass. That corridor is not secure. It's your funeral. Out. Someone's having a bad day. Just a casual stroll through the Valley of Death. Alter. Sind einige Gegner unterwegs heute? Ach, Bomben. Bin woanders abgebogen, David. Ja, ich glaube, man ist die Filmmöglichkeit. Erstmal Energy trinken, das ist auf jeden Fall. Energy ist immer gut, Diggi. Ich frag mich, warum die immer gestrickt sind. War keine Kohlen. Komm, jetzt auch schon wieder von hinten. Feuer nur. Oh. Hinter dir. Weiter vorne. Ja. Der hat viele Leute an der Arm. Am Arsch. Oh, einmal zu viel gedrückt. Jetzt bin ich irritiert, sollte ich jetzt wirklich den Pfeil fallen? Bevor er die Pfeile eigentlich zu. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube, da bist du es, ja, genau.
Ey, unter mir stehen die ganzen Zombies auf. Entschuldigung, lauf doch bis Ende durch, die folgen uns doch alle. Ne, die sind, die haben mich immer ausgebremst. Jetzt schon wieder. Kannst du doch. Spritzt ja nicht bis hierher. Nee, manchmal, hier ist auch manchmal eine Waffe. Kiste ging jetzt gerade nicht auf, oder was? Doch, hab ich doch genommen. Achso. Baywatch! Pissweste. Oh fuck. Der holt noch aus. Hm. Ich glaube, ich den ins Gesicht haue oder nicht. Weil jetzt brauchen wir die Batterie auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Mehr war hier nicht? War hier eine Waffe oder sowas für dich? Nö. Gut, vielleicht brauchen wir die Batterie noch. Nehmen sie mal mit. Okay, das geht nicht. Warte. Oh, den kann man aufmachen, ja. Da guckst du erstmal rein, bevor du den jetzt voller Euphorie herbringst. Nee, wir müssen so oder so hier lang. Ja, dann geh doch schon mal rein. Ist da irgendwas? Nee. Doch. Ja, wow, noch eine Batterie. Und eine Metallkiste mit Schrott drin. Oh, hier ist auch noch. Da ist eine Batterie drin, das geht aufs Dach. Das ist am Dach. Medikit. Das nehme ich mit. Achso, stimmt, wenn du die Shotgun, die da befestigt quasi ist, nicht auslöst, dann kannst du die auch einsammeln. Und dann kriegst du. War das eine Shotgun, ja? Ne, hier. Die sieht man hier schlecht, aber. Ist gar nichts passiert. Nee, ich hab. Die habe ich gerade genommen. Achso. Das ist ja diese Falle immer, wenn du so eine Falle nicht auslöst, sondern irgendwie drüber springst oder unten durchkletterst. Noch. Das hier. Ganz ehrlich, der wird komplett sinnvoll eingesetzt. So, du weißt schon. Hallo. Aua. Ich dachte, du wolltest mal unter Strom stehen. Nicht heute. Die ganze Zeit die Zombies da hinter der Wand. Ach du Kacke. Komm mal hier oben auf. Komm mal hier zu mir zur Ecke und dann springen mal. Alter, da sind die ganze Menge. Stehen viele rum, ja. Ich weiß nicht, sieht aus, als wenn der Papst hier herkommt. Super, ich kann die nicht mal verletzen. Bombe? Ne, passiert nichts. Ist das dumm. Ein Bauplan.
Warum muss das Game dann laggen zwischendurch? Oh. Ist man nicht hier lang, David? Nee, ne? Nee, da wo David steht, da müsstest du hin, glaube ich. Ja, wir können. Ich wusste nicht, dass es aufgeht. Ich dachte, es geht erst später auf. Auf die Plätze fertig los. Oh, funktioniert ganz gut. Ja, so Wasser und Strom ist schon praktisch. Okay, war aber nicht mehr, so kommen wir nicht durch. Das war, denke ich mal, ein Haupttor aufmachen, ne? Würde ich sagen. Alter, hier ist ein Schlag. Oh, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt hier von den Seiten kommen. Nagelpistole juckt die Zombies ja gar nicht. Also Modifikation wie Strom oder Säure drauf. Na, Säure vielleicht nicht so. Ja, ich weiß. Muss ich mal öfter wieder. Okay, sind sie jetzt alle tot? Ja. I didn't come this far to turn around. Packer, 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 packer. Gut, die ist auch leer. Was hochgegangen war, David? Ein bisschen was. Bisschen warm geworden. Wow. Was nämlich denn Schaden? Achso, wenn du auf dem Fisch stehst. Achso, wegen dem Stacheldraht hinter uns.
Ah, okay, ja. Kommt niemand raus. Oh, ich liege. Kannst du nicht in diesen Rage-Modus gehen? Got a problem here. Nee, wir brauchen noch ein bisschen. Scheiße. Come on now, breathe. Alle drei ist bereit, Digga. Das ist super lange gut. Oh, pass auf, okay. Da ist auch irgendwas groß. Warum explodiert denn immer? Okay, ja, du bist immer so euphorisch, Digga. Und so Gegner. Mann, warum kann ich jetzt keine Waffe wählen? Druckgewalt war, David, aber ist noch ganz gut. Entschuldigung, soll ich wieder sterben? Nee, Respekt. Ja. Alles einsammeln, alles mitnehmen. C-minus effort, boys. I'll be phoning your parents. Das war doch mal eine Meute. Immer ging es, dass sie den Pfeil laufen, ganz ehrlich. Die Pfeile bringen nichts. Was? Ja, nein, wir laufen ja auch gerade gegen die Barrikade entgegen, weißt du? Ja, okay. Und das doch wieder gegen die Pfeile, okay. Das ist ja hier die Quarantänezone, was möglich. Kiste, hier warst du schon im Container? Ja. Oh, meine erste lilane Waffe. Zombie-Messer. Ich muss sie mal einstecken, weil mein Rucksack voll ist. Ach, die Waffe, ja, die fand ich nice. Da hatte ich auch einen. Gucken wir mal. Okay, dann können wir einen Hebel ziehen, ne? Oder einen Knopf drücken. Mal gespannt, sieht auf jeden Fall hübsch aus, das Teil. Na, du kannst probier doch die Movesets erstmal aus. Also, beziehungsweise, warte, das zeige ich dir. Geh mal auf deinen Rucksack, geh mal auf das Schwert drauf. Und jetzt drück mal, warte, F2. So, da hast du ja einmal, dass es eine scharfe Waffe ist. Mhm. Da gibt es manche Zombies, die resistent gegen scharf sind. Deswegen habe ich an dem einen Feuerwehrmann auch keinen Schaden gemacht,
Weil der, ich weiß nicht, ob er genau dagegen resistent ist, aber es gibt auf jeden Fall Zombies. Also brauchst du auf jeden Fall immer schon zwei Waffen, wo du halt wechseln kannst. Oh ja, klar. Es gibt einen Zombie, den du einfach nicht platt bekommst. Verstümmelung stellt Ausdauer wieder her. Heal auf Gliedmaßen für kritische Treffer. Und genau. Haltbarkeit hat er drin. Dann kann ich später noch eine Mod einfügen und drei Vorteile. Genau, das mit der Haltbarkeit ist, mit dem Verstümmeln ist halt wichtig, dass du halt guckst, wo du mit der Waffe hinschlägst. Weil es gibt Waffen, da musst du ganz viele Schläge einfach nur machen und machst dann Crit. Manche sind halt nur für Köpfe und manche sind hier dann hier für Gliedmaßen zum Beispiel. Mhm. Also sprich Arme, Beine. Ja. Das ist halt wichtig, darauf musst du drauf achten, weil sonst musst du dich nicht wundern, dass du halt, ich sag mal, wenig Schaden machst oder kaum Crits. Ja, es ist ja bei meinen. Oh, ich habe wieder vergessen, das heißt das Mini-Katana. Das ist ja auch so. Und beim Katana, umso mehr ich schlitze, umso mehr Crit mache ich dann irgendwann. Also ich muss erst ein paar Mal schlitzen, bevor es mit den Kritten richtig losgeht. Ja, genau. Können wir, David, oder? Oh, ja, ne? Hast du nur die eine Sache aus dem Ofen, oder? Oh, hast du diesmal dran gedacht? Gibt es keinen sehr, sehr knusprig? Ja. Knusperpizza. Hast du Bock auf Knusperpizza? Geh zu David, weil da ist sie ja. Das war schlecht gereimt. Aber es war zumindest gereimt. Ich hab's versucht. Ich würde mich jetzt wirklich verabschieden. Also ich wünsche euch noch viel, viel Spaß. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, euch zuzuschauen und so. Genau. Und ich fahre noch ein bisschen weiter zu, aber ich bin jetzt hier erstmal. Ja. Also haut da rein und wir sehen und hören uns. So ist es. Das war uns ein Fest, Digi. Dann schlaf schön und knuddel mir die Dicke nachher. Na sowieso. Haut da rein. Ciao, ciao. Bye, bye. So, mit O. Eine Werkbank gab es ja hier immer noch nicht. Mm-mm. Gab's nie jetzt. Gucken wir mal weiter. So lange gibt's im Chat mal eine Nova. Okay, ist knusprig. Wum, 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 wum. Ich hab irgendwie dein Katana in meinem Gesicht. Jetzt der Basie. Ich hab Doppelwaffen. Sehr knusprig auf jeden Fall. Das ist nicht verbrannt, das ist dunkel und knusprig. Meine Frau gestern aber auch ein Gregor Essen gemacht haben, wollte sie sich schon mal Brötchen in den Ofen schmeißen, damit sie sich für morgen Brötchen fertig machen kann. Jo, hat sie dezent vergessen, weil sie den Ofen von der Zeit hochlaufen lassen hat und nicht runter mit dem Pieper. Die waren zwar nicht schwarz, aber dunkelbraun und man hätte damit jemanden erschlagen können. Oder totschlagen. Das waren richtige. Oder wenn du sie wirfst, sind es richtige Wurfgeschosse. Im nächsten Gebiet schon. Ocean Avenue. Almost there. Lustige Musik. Ist das da oben Thor's Hammer? So quiet. I'll take it. Blue Crab? Nee. Nee, Blue Crab Hammer. Ist. Blue Crab ist das mit den drei Typen, wo wir von waren. Mhm. Restaurant, ja. The Sterling Hotel. I did it. Oh, da sind auf jeden Fall ein paar Leute, David. Was hältst du davon? Weiß ich nicht. Aber sollen wir die unter Strom setzen? Oder hast du einen anderen Plan? Wow, alle draufschmeißen, was wir haben, würde ich sagen, oder? Okay. Muss mal ein bisschen dichter rangehen. Just gotta get past hotel security. No bother. Alter. Okay, die dicke Mutti lebt noch. Alter, das Glas ist von oben runtergefallen. Oh, es brennt wieder uns.
Messer ist schon nicht schlecht. Wäre fast draufgegangen, aber... Man merkt auf jeden Fall den Unterschied, wenn man bessere Waffen hat und die Zombies schnetzelt. Also dann wenn es mit Körperteile ab und die dicke Riefen reinschlagen, noch wesentlich einfacher. Ja, naja. Aber so soll es auch sein für dich. Sonst wäre es echt langweilig. Ich habe auch erst überlegt, ob ich es scheiße finde, dass das alles so levelabhängig ist und die Gegner mitleveln und die Waffen mitleveln immer so. Also nicht mitleveln, aber du immer wieder neue findest, besseres Level. Aber dafür haben sie ja bei den Waffen eingebaut, dass du... dass du die ja mitleveln kannst mit deinem Level. Also falls du eine hast, die ja echt geil ist. Ne? Aber du meintest, das ist auch gar nicht so billig, ne? An Ressourcen. Nee, das ist nicht günstig. Also die 4-5 Level jetzt mal schnell hochzuziehen, das kostet schon ein bisschen was. Also ich sag mal so, für eine kannst du dir das wahrscheinlich easy leisten, aber wenn du 2-3 Waffen hast, das wird dann wahrscheinlich schon sehr teuer. Ja. Aber wenn man eine Lieblingswaffe hat und wo halt ein gutes Standard-Perk, sag ich mal, drauf ist, ne? Ja, na, das ist halt, du musst halt der quasi erstmal deine Waffe finden, auf die du Lust hast. Und dann auch noch mit dem guten, ich sag mal, Aufsatz. Weil umbauen, soweit wie ich das gesehen habe, kann man ja selber, ne? Also auch wenn du einen Perk drauf oder einen Vorteil drauf gemacht hast, dann kannst du ja den Vorteil auch drüber wechseln. Musst zwar Ressourcen wieder ausgeben, damit du den anderen Vorteil drauf machst, aber das finde ich halt auch sehr, sehr gut, dass es halt nicht fest ist. Nee, du kannst es in jeder Zeit wieder rausnehmen. Also nicht rausnehmen, sondern ersetzen, ja. Genau. Dann müssen wir da vorne rein, wa? Also ein Hintereingang. Ich habe gedacht, wir versuchen es von hinten, aber hier ist alles zu. Alter, so, ja. Die Waschmaschine ballert hier noch, Alter. Ratatatata. Meine Nachbarn müssen manchmal denken, bei unserer Waschmaschine. Alter, Schlagbohrer hoch 5. Links von dir kommt ein Zombie angelaufen. Einmal geusied, ja. Einmal geusied. Ich habe noch keine Uzi. Ich mag ja Uzis auch. Wo ich die Pistole, die Standardpistole hier, ich weiß ja nicht, was das für eine ist. Erinnert mich ein bisschen an Half-Life 2 an die Knifte. Ich weiß gar nicht, was ist das eigentlich? Ist das eine Heckler und Koch? Ich bin eigentlich kein Waffenprofi, ne, Leute. Aber ich mag die total. Gucken, habe ich noch. Die Pistole sieht aus wie ein Föhn. Wie ein was? Wie ein Föhn. Alter. Ist der Nahkampf wesentlich wirkvoller. Hallo, Herr Feuerwehrmann. Alter, hier ist jetzt alles drüber hochgegangen. Was ist da los? Oder was? Hinter dir! Aufhalten. Draußen kommt auch ein Dicker, voll mit der dicken Jacke an, oder? Feuer. Kriegt da nochmal Feuer von mir. Aua! Da steckt der Fall. Hab'n gekillt, ein blaues Katana. Scheiße, kann nichts mehr aufnehmen. Oh scheiße, ich wollte nicht geht, ich wollte eigentlich hart drücken. Wolltest du mich nicht wiederbeleben? Wo liegst du denn, David? Ach, da hinten. Ja, ich weiß nicht, weil... Ja,
Mal hier hinten, der hat eine blaue Waffe gedroppt, David. Am Eingang. Lag die da auch, oder? Und wenn da keiner direkt vorne am Eingang lag, dann war die wohl nur für mich, weil ich den gekillt habe. Hier sind noch zwei Tresore im Juwelierladen. Der Einkaufsmusik hier drin. Auf den Einkaufs. Loot, 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 loot. Witz, wenn ich einen mit einer Magnum ins Gesicht schieße, Alter, da dürfte vom Gesicht nicht mehr viel übrig sein, eigentlich. Ist aber Low Level. Musst du dir auch mal durchlesen, was du besonders für Schaden hast. Kann sein, dass du auf die Arme schießen sollst. Oh, das kann gut sein, hast recht. Ja, das musst du leider bei jeder Waffe, wo du sagst, die wird zu. Die benutzt du, den wenigstens einmal ins Auge getan. Einkaufscenter. In jedem Zombie-Spiel muss es ein Einkaufscenter geben. Ich mag das total. Naja, wenn eine Zombie-Apokalypse wäre, würde ich auch wahrscheinlich Einkaufscenter. Ich finde es ja auch gut dadurch, dass wir hier in L.A. sind, dass wir halt den Film, also den Filmpark, bei uns ist in Potsdam der Filmpark Babelsberg, aber sowas halt schon hatten. Das ist schon, ist auch schon cool. Ich mag so eine Kulissen einfach. Oder Freizeitpark ist ja auch so ein Klassiker. Doch, Fahrstuhl. Oh, fuck. Im Fahrstuhl war ein Dicker drin. Ich guck mich erstmal um. Ich hab noch ein paar Sachen liegen lassen. Bis der da rausgetaumelt ist. Ich habe gerade einen Sprungangriff gemacht, David. Entschuldigung. In die Luft springen und den Kopf wegschnetzeln. War mein Plan. Sprungangriffe doch schneller. Ja. So, aber ich glaube, wir müssen nach ganz. Ja, wir müssen nach ganz oben. Okay. Wir müssen hier wieder die Treppe. Aber trotzdem lustig, dass der Fahrstuhl aufgeht.
Hopp, hopp. Ah, hier war ich schon. Wir müssen weiter nach oben. Wir müssen nach ganz oben. Genau. Bis zur 3. Ja. Okay. Haben wir jetzt im zweiten Stock eigentlich schon alles abgesucht gehabt? Ich glaube ja, oder? Wir sind einmal rumgelaufen. Ja, deswegen sind wir doch wieder runtergegangen. Geh nach links. Noch ein bisschen Moon. Oh, von dem ist nicht mehr viel übrig. Auf der anderen Seite ist auf jeden Fall Munition, David. Falls du noch was einsammeln willst. Seitenwechsel. Seitenwechsel. Abklatsch. Oh, die ist noch zu, die Truhe. Glaubt die zuen Truhen kann, also kann es sein, dass man später entweder die Schlüssel oder sonst was dafür kriegt, oder dass es vielleicht dann Nebenmissionen sein könnten, wo man die dann erst öffnen kann? Jein, also entweder sind es Zombies, die du auf dem Weg findest, oder zum Postboten oder so in die Richtung. Dann gibt es aber auch Zombies, die natürlich in der Nähe sind. Da musst du, glaube ich, auch nur manchmal ein bisschen Glück haben, dass du auch spawnst. Ich lade erstmal die Waffen durch. Manche Leute lernst du, glaube ich, erst später kennen. Oder irgendwelche Story-Sachen, die du einsammelst. Im Endeffekt kannst du es eigentlich, glaube ich, 2 oder 3 Mal auf. Ready to get out of LA. Das ist, wenn du auch wirklich alles hast. Ja. Find's auch gar nicht schlimm. Ich meine, die Locations hier sind so hübsch gemacht. In jeder Ecke ist irgendwas und so detailliert. Da kann man hier auch mal 2-3 Mal vorbeikommen. Aber ist natürlich auch Geschmackssache, ne, Leute. Whoa, okay. I'm here to see Dr. Reed. Oh, you are, huh? You're not here to eat us then. Sieht die Waffe scheiße aus. A1 sauce. Comedian, huh? They look human to you. Zählen am Schalldämpfer. Hm. So-so. Hm. Well, okay then. Humans can be redeemed. Don't need to waste a bullet on this one. Hey, keep up the good work, Denise. Hey, I'm Dr. Reed, but you can call me Reuben. Let's talk in my office. I'm Amy, from Bel Air. You said my blood was... Hey, shh. Walk with me. I'm glad you made it. Really glad, but we gotta keep your specialness on it down low. If you really are what we've been looking for, then CDC is gonna want to talk to you. So... Doctor, he doesn't want to take his shot. Ah, Luther... Hey, don't worry. It's just gonna pinch a bit. Let's keep walking. Where was I, CDC is going to... CDC, right. The CDC is gonna... Hey, I told you to stay off that foot. You want me to cut it off? Come on. Hey, come this way, huh? Now. Der Doktor gefällt mir. So glad you're here. Now they're gonna send a chopper to pick you up and take you to Colorado. Just you. So, I don't want my people here getting hope when they... You understand? I don't get it. They can't just leave you all here, can they? Oh, we'll be okay. Fall over 9 times and you get up 10. That's what I always say. But you got a miracle in your blood. Frag mich, was mit Hannibal Lecter in der Zeit passiert wäre. Der hätte dann irgendwann, wenn es keine Menschen mehr gibt, Zombiefleisch gegessen, wäre er selber zum Zombie geworden, oder? When do I leave? Well, I need to let them know you're here first and then yeah. We're out of food. We need to sweep those apartments before someone else cleans them out. We gotta put that on hold. This person here is our new priority. Hi, I'm Amy. Mm-hmm. They're more important than people starving? Yeah. I mean, no. I mean, kind of. I can't really talk about it right now. But that's fine. Look. You stay here. I'm gonna go with these guys. We'll be back soon. Hey, you do not go outside without me. They can handle it. Hey, Doc, you know we ran out of food? What's the plan? Dad, I am not a little girl anymore. I have to do my share. Yeah, obviously you've lost your mind. There are terrorists out there that you... I just let her go, Doc. She wants to be part of the team. Jimmy, I am talking to my daughter. I'm sick of talking. Jimmy's right. I need to do something. After all that's happened, you think I'm gonna let you out of my sight? I'm gonna let you... Turn into one of them like your mother. Fuck. Tisha, I'm sorry, but I. Wie die Arme haben, du ja. You're right, Dad. I shouldn't put this on you. It's not fair. Well, okay then. Come on. See you later. Yeah.
Yeah, this is no place for human beings. Hey, Doc, a word of advice. You want to stay top dog? You let your daughter take her chances just like everyone else. Jimmy, I have got enough things to be focusing on without your bullshit. Sure. Yeah. I'm gonna go for a smoke. Yeah, you do that. The fuck you looking at? Das war nicht gut übersetzt, was er gesagt hat. I need to radio CDC, but I don't want to draw too much attention. Ich hoffe, der Typ wird bald gefressen. You make yourself Jimmy ist ein Arsch. And I should have some good news soon. Okay. I could use a power nap. See you soon. Mir ist egal, wenn wir mit denen losziehen müssen, dann schieße ich ihn ins Knie und dann fressen ihn die Zombies schon. Come on. Back to it, Ames. Alter, blinkt hier gleich alles auf. Alles wird aufgemacht. Uiuiuiui. Da muss ich mich auch nochmal durchfummeln durch alles. Aber das Bissing ist für euch vielleicht ein bisschen langweilig. Okay, hier steht es nochmal. Aha. Okay. Schön, David. Naja, würde ich das sagen, ist doch ein super Abschluss, oder? Jo, haben es genau bisher geschafft. Dann können wir hier mit dem Dog weitermachen im Krankenhaus-Einkaufszentrum. Ist ja immer noch ein Einkaufszentrum. Und dann können wir hier weiter gucken, was hier überhaupt noch geht und überhaupt. Und nächstes Mal vom Stream beschäftigt mich auch ein bisschen mehr mal mit den Waffen und den Perks nochmal. Und baller da ein bisschen was rein. Wenn ich natürlich was Interessantes sehe, sage ich euch da Bescheid und zeige euch das, ne? Jo. Dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Nachgucken, danke für alles. Wenn, jo. Sagen wir Bye-Bye oder was, David? Bis zum nächsten Mal. Genau. Habt noch einen wunderschönen Abend. Achso, warte mal. So.